Ich möchte euch mal einfach mal ein bisschen was Fun-mäßiges in Minecraft mal bieten, und zwar Fun mit Lava. Das hat was zu tun. Kreativ. Lass ich so, lass ich so, lass ich so, lass ich so. Neu generieren. Und zwar, das, wie ich schon gesagt habe, mit Lava hat das was zu tun. Das kann auch ein ganzes Weilchen dauern. Deswegen werde ich aber auch wahrscheinlich in diesem Video mehrere Zeitrafferaufnahmen reinpacken. Und im Dschungel werde ich gespawnt. Ein gut, relativ gut geeigneter Biom. Geeignetes Biom. Richtig deutsch immer. Wie habe ich da jetzt Search Protect? Was Nord immer anmeckert. Man muss mal ein bisschen rumfliegen, um die Welt zu generieren. Für das. Und was man dafür braucht, ist ein Mod. Also World Edit braucht man dafür. Mehr braucht man dann nicht. Das wird ja meistens immer mit Singleplayer Commands installiert. Ich gehe jetzt mal ein paar, eine Minute ungefähr über die Welt, über die einmal generiert wurde. Jetzt mit 30 FPS. Man aufgebaut, wenn dann werden die FPS auch erstens nicht zunehmen, dass die alles generiert wurde. So, erstmal alles generieren lassen, dann steigen die FPS auch an. Und jetzt nach oben bis zur Höhe 255 geht hoch, da, weil da oben setzt sich die Lava hin. Auf Höhe 254 muss ich auswählen. So, da muss ich jetzt mein Singleplayer Command mal erfüllen. Ich muss jetzt mal ein Weichen fliegen. Und dann setze ich irgendwo hin. Wordcast, das ist das Aufnahmeprogramm. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter. 8000 Blöcke. Hier hin. Und jetzt setze ich mal hier Lava hin. 15.000 Blöcke Lava. Nimmst du das noch auf? Ja, jetzt noch im Aufnehmen, also. Und jetzt wird hier oben erstmal die Lava rübergesetzt. Die bewegt sich ja nicht. Die Lava bleibt hier stehen. Ich muss jetzt mal Plan 1, Kontrakt 1, den Selektionsbereich um einen rum zu verschieben. Vielleicht gibt es auch ein Kommando, wo man das einfach besser machen kann. Vielleicht gibt es auch den Shift-Kommando, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe erstmal hier einen Block für der Lava jetzt gesetzt. Und jetzt mal Blätter hin. Das dauert aus Erfahrungswerten sehr lange. Ich werde mal hier mal einen Zeitraffer machen und den ich Wolken einblende. Ne, die Sprache nicht. Gerade eigentlich die Wolken an und dann zeigen, dass es dann auch ein bisschen dauern kann. Dass die Blätter gesetzt wurden. Werde ich dann den Zeitraffer machen. Kann man von hier aufnimmt? Ja, nimmt auf. Weil irgendwie ist mein Aufnahmeprogramm, sobald ich auf die Bild-Auf-Taste komme, hört er auch aufzunehmen. Auch wenn ich das nicht auf als Hotkey gesetzt habe. Wenn die Bild-Auf-Taste, dann macht er irgendwie automatisch das an und aus. Vielleicht kann man das dann auch regeln mit dem Programm, dass es, wenn ich Bild aufdrücke, dass es dann nicht passiert. Und das kann auch einige Minuten dauern, bis hier einmal die Blätter draufgesetzt wurden. Ich weiß auch nicht, warum, aus welchen Gründen das so lange dauert. Lava hier. Das muss ein Block-Update stattfinden, deswegen oben drüber die Blätter, weil die da anfangen zu brennen.
Und dann wird die Lava sich von außen nach innen, wird sich dann immer weiter nach unten bewegen und dauert natürlich noch höher, mit 250 dauert das natürlich sehr lange, bis die Lava dann nach unten geflossen ist. Das dauert ein ganzes Weilchen. Dann werde ich nämlich dann auch einen Zeitraffer laufen lassen, bis die erste Lava dann auf dem Boden angekommen ist. Jetzt steht man da ja zwischen dem F3 East und dann -7,8,7 und so weiter, steht da unten drunter WS 0,1, FS 0,05, G False und FL74. Dazwischen steht ja normalerweise das Symbiom. Du musst dann erstmal auf Höhe unter 255 sein. Oder unter 256. Ja, unter 254, etwas geht das weg. Braucht sich wahrscheinlich auch vielleicht kein Zeitraffer zu machen. Je nachdem, wie das so ist mit der Aufnahme. Also, ich muss mal, etwa jede Minute kontrolliere ich einmal, ob der noch am Aufnehmen ist. Weil mal spinnt das Programm gar nicht rum. Nur wenn ich immer dieses Bild auftaste, um das Befehl zu vervollständigen. Das ist immer dieser Instinkt. Man kann da auch drauf kommen auf diese Taste und dann hört er irgendwie auf aufzunehmen. Bin ich aber nicht, deswegen muss ich dann erstmal die Aufnahme hier zu Ende laufen lassen. Bis hier die Blätter verkehrt. Das mit dem Search Protect Button. Ist auch nicht, warum das immer wieder kommt. Ich glaube, das müssen wir mal löschen, diese Datei. Die nicht mehr von Norton erkannt werden kann. So, wie kann ich das einstellen von Norton her, dass es dann nicht mehr angezeigt wird? Das ist jetzt zwar weiterhin gemacht, aber nicht angezeigt wird. Könnt ihr auch mal gucken hier. Das ist eine riesige Fläche hier auf Lava. Das ist eine 15.000 Quadratblöcke, Quadratmeter. Das ist dann hier auf Lava und fallen die Lava durch und dann können wir auslegen, wie es am Boden guckt. Zack. Und wo sieht die Lava dann so aus? Das ist richtig unheimlich. Ich werde mich, glaube ich, beim Zeitraffer auch hier an diesem See stellen. Und hier aus dann im Film, im Zeitraffer. Das ist natürlich richtig massive Lava da oben. Und dann irgendwann ist hier alles voll. Also hier, auch der Dschungel wird dann abbrennen. Wenn es nämlich, also ich mache das immer über Wälder, und das, was die dann abfackeln. Fackeln die auch dann direkt an der Seite auch ab. Und sind die Blätter sind noch nicht platziert worden, also das dauert ein Weilchen. Noch immer nicht hin. Das kann manchmal 10 Minuten dauern. Oh, jetzt wurden die gesetzt. Jetzt fangen die auch an zu brennen.
Und deswegen auch diese Blöcke. Also hier sieht man, Lava wird sich dann zum Boden bewegen und werde ich dann gleich jetzt mal hier auf den Boden gehen. Hier auf diesem See. Da sieht man hier, die Lava fängt an sich zu bewegen. Und wenn ich jetzt mal hier ins Zeitraffer mal ein paar Minuten laufen lasse, man sieht ja unten rechts die Zeit in Stunden und Minuten. Ja. Man muss ja auch mal laden, also ich lasse es mal ja laden. Das steht mal hoch. Muss gucken, weil ist die Lava schon vorgedrungen. Auf den Aufnahmen. Sind doch noch nicht weit gedrungen sein, ob ich das noch habe. Dann bewegt sie sich hier nicht weiter. Die verpackt sich hier aber. Hier läuft noch. Hier entstehen immer so kleine Abläufe. Und dann muss ich gucken, wie es jetzt von oben jetzt hier aussieht. Oben ist da ist ein anderes Biom. Was ist das denn hier? Hier ist ein Desert. Hier ist eine Wüste. Also ein bisschen Lava in der Wüste von. Jetzt hier Wüste geht's schon runter. Hier noch Lava, hier ist keine mehr. Hier oben ist alles dann unter Lava geflutet. Dies hier ist alles unter Lava geflutet dann. Dann wird hier auch das Wasser verschwinden. Hier das Wasser wird auch komplett verschwinden, weil hier auch das abbrennen wird. Ah, muss ich wieder naturgemäß mit dran machen. Eichenlaub war das. Tropenlaub. Das ist hier ein Tropengebiet. Also hier, wo ist jetzt schon die Lava am weitesten nach unten gedrungen. Auf jeden Fall ist sie noch komplett über den Wolken. Also es dauert noch mindestens 2-3 Minuten, bis sie hier unten ankommt. Was ist denn das tiefste hier? Ich glaube, die Lava da hinten ist das tiefste. Ich glaube, die hier ist die tiefste Lava bisher. Man bewegt sich irgendwie so langsam voran, ich weiß auch nicht warum. Liegt vielleicht auch an der Aufnahme, weil ich am Rekorden ist. Da bewegt sich jetzt mal kein Stückchen mehr voran. Alles rot. Man sieht die Sonne durch die Lava durch. Und da ist keine Lava. Aber hier brennen die Blätter auch hier. Bleiben auf jeden Fall keine Blätter übrig, weil hier ist ja mit Lava drunter, die wird das dann auch nicht anstecken, also 100% wird irgendwann alles abgebrannt sein. Vielleicht kann ich mal von eine neue Zeitrafferstelle suchen und davon hier aus. Oder vielleicht eher von hier, würde ich sagen. Dass man hier die Wolken sieht, wo sieht die Sonne denn rüber? Also das ist blau über der Lava und ach, die geht da unter. Weil da ja auch West steht. Kann ich mal hier mich hinstellen und das als Zeitraffer laufen lassen. Dann kann man sehen, wie lange das in der Lava wohl dauert.
Und wir wollten hier langsam das letzte ziehen, wenn sich hier jetzt einen weiteren Zeitraffer starten. So, jetzt. Hier sieht man schon, die Lava ist etwas runtergekommen. Und der ist schon seit 40 Minuten am Aufnehmen. Und das stört erstmal. Und seit 40 Minuten ist er am Aufnehmen. Aber die Lava bewegt sich viel langsamer als normal runter. Sehr träge ist diese Lava hier. Die würde wahrscheinlich noch mindestens 10 Minuten dauern. Oder ich werde mich gleich in Zukunft. Oder ich werde das noch kurz laden lassen. Passiert nicht viel. Und man sieht diese Lava schon die nächste dran. Man hat einen Screenshot-Tag gemacht. Und sagt wieder Baum, da liegt hier auf Y-Achse 118. Und die Lava ist bei so 154 ist sie jetzt. Also etwas mehr als 30 Blöcke hat diese Lava jetzt hier noch runter zurückzulegen. Hat sie auch bald geschafft. Aber ihr wendet das hier alles unter Lava, also auch gar nicht stehe. Das ist auch bald Lava. Die Lava baut sich da immer weiter auf. Sie dringt hier immer weiter nach unten vor. Und da sieht man richtig viel Lava, die sich dann in Bewegung gesetzt hat. Wir können mal gucken, was ich am besten als Thumbnail. Ich glaube, dieses Bild hier würde ich als Thumbnail machen. Also, das ist mein Screenshot dafür. Und das als Thumbnail. Richtig. Da sieht man gigantische Lava-Aufnahme, weil ich auch mal. Ich will nämlich auch mal Videos mit mehr Aufrufen haben, also sowas wie, wenn ich nach Monat nur 10 aufrufe, dann habe ich irgendwie ein bisschen was falsch gemacht, aber ich will 10.000, also 1.000 mal mehr Aufrufe. Nach einem Monat will ich gerne 10.000 Aufrufe auf diesem Video haben. Und ich will sonst auch mal, ich bin auch dabei bei einem Candy Crush Video, Level 55 Stunden lang, also aus mehreren Einzelvideos natürlich zusammengeschnitten. Also mehrere Videos zusammen verbinden. Dass ich da 3 bis 4 Stunden lang Candy Crush spiele. Und dieses extrem lange Video soll dann. Aber dieses extrem lange Video soll auch mehr Aufrufe bekommen. Oder ihr könnt auch mal mir in den Kommentaren schreiben, mit welchen Videos wahrscheinlich mehr Aufrufe bekommen werde. Wie bekomme ich mehr Aufrufe? 10.000 Aufrufe würde ich meinen haben. Mein bestes Video hat nämlich erst mal 2015, aber 10.000, also 5-stellige Aufrufzahl würde ich haben. Apropos eigenem Video sieht man jetzt ja im Moment, dass wir gerade Wolken rüberziehen. Und diese Candy Crush liegt dann als einfachen Zeitraffer sozusagen laden. Dann sieht der Baum so knapp unter den Wolken. Aber die Lava wird undurchsichtig. Die Sonne kann man durcherkennen. Die wird immer wieder zurückgesetzt. Weil das nur mit. Dann gibt es ja auch diese eine. Game Random Tick Speed, die, da müsste ich ja jetzt am besten erstmal, also erst mit 1, 6, 2 das mit der Lava platzieren, wenn die Wetter oben drüber ist, andere Version auch wählen, wo es dieses Game gibt, weil bei der,
1.6.2 gibt es die nicht. Wie man hier Hallo? Hallo? Also ich glaube, heute wird es nicht mehr. Ich glaube, das morgen wird es wahrscheinlich werden. Ja. Tschüss. So, jetzt. Jetzt war eben gerade wieder dieses Missgeschick, was. Jetzt war gerade wieder so ein Missgeschick, was hier, wenn ich die Taste nach oben drücke, wird immer die Aufnahme beendet, hatte ich jetzt gerade gehabt. Und das ist irgendwie egal, ob ich auch, wenn ich zum Beispiel Aufnahme starten, stoppen, wenn ich da zum Beispiel auch F10 immer draufgelegt habe, wenn ich dann Taste nach oben drücke, hört irgendwie auch immer an, aufzunehmen. Da komme ich ja mal drauf, aber wie kann man das denn jetzt beenden? Wollen wir das jetzt nun beenden, ne? So, die Lava, die durchbricht gleich die Wolkenschicht. Jetzt bin ich hier auch Wolkenhöhe. Lass es mal hier kurz laden, ein bisschen aktualisieren. Jetzt macht er erstmal über 100 Chunk-Updates. Und dann sieht man doch schon, die Lava bereitet sich gefährlich weit nach unten aus. Und zwar ist das erstmal die Lava außen. Und dann werde ich jemanden hier auf Adventure oder Survival stellen. Dass ich erstmal zeigen, dass man da in irgendwann Adventure-Modus nicht mehr leben kann. Sobald die Lava alles außen umhüllt hat, kann man im Adventure-Modus da nicht mehr drin überleben, weil man ja nichts abbauen kann. Aber man weiß, kann man noch einigermaßen lang überleben, weil die Bäume ja noch abbrennen müssen. Es dauert ja auch noch 1-2 Minuten, bis so ein Baum abgefackelt ist. Ach, hier ist die ganze Lava in Bewegung. Hier ist die überall Lava. Da sind schon ganz schön viele Lavablöcke entstanden. Also ganz viel Luft wird verschlungen, die in Lava umgesetzt wird. Diese rote Lava. Bewegt sich irgendwie fast gar nicht. Weil irgendwie die Zeit sozusagen so langsam läuft. Na, rot. Die Blätter sind ja auch schon fleißig am Abbrennen. Da gucke ich mal, weil hier noch nichts abgebrannt ist. Muss mal gucken, wie das da drunter aussieht. Da dieses hier, da. Ist noch keine Lava ausgebreitet, aber drumherum ist sie schon wieder bis fast an den Wolken angekommen. Also hier, vielleicht kommt sie an den Wolken an. Da sieht man die Aufnahme wieder 3 Minuten, weil das nämlich gerade, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Missgeschick. Wenn ich die Bildauftaste zum Befehl vervollständigen, dann hört er irgendwie immer auf, aufzunehmen. Das ist immer das Blöde. Ah, Lava bewegt ihn nach unten. Geht ein bisschen schneller. Man kann so ohne Probleme von der Lava fliehen im Moment, bei dem langsamen Tempo. Da scheint sich als einzige Region noch keine Lava bewegt zu haben. Hier ist noch keine Lava. Sonst hat sich überall schon Lava ausgebreitet. Also hier sind nämlich immer noch die Blätter da, die noch nicht abgebrannt sind. Die Blätter sorgen nämlich für diese Block-Updates, damit die Lava sich nach unten bewegt. Die ist ja jetzt schon auf Wolkenlevel angekommen. Also noch nicht ganz, aber hier Wolkenlevel hat die gleich in etwa 5, in etwa 1,5 Minuten oder so wird die dann den Wolkenlevel hier erreichen. So ganz langsam bewegt die sich ja voran. Das da hinten scheint die nie direkte Lava zu sein. Und zwar ist die jetzt nur noch auf Höhe 138. 138, die Wolken sind bei 128,2
2 im Wasser. 128,3. Also die Lava hat nur noch etwa 5, nein, nur 7 Blöcke nur noch zurückzulegen, bis sie hier auf die Wolken trifft. Und da sind auch ein paar Dschungelbäume über dem Wolkenlevel, wo das hier nicht ist. Aber da hinten, das sind glaube ich die höchsten Dschungelbäume im Lavagebiet. Oder sind das die? Mal gucken, wie weit das Lavagebiet ist, bis hier geht's. Das ist der Dschungel ist ja gar nicht mehr da. Der Baum da hinten ist, glaube ich, noch ein Lavagebiet. So bald geht's dann hier rüber. Wir sind so etwa 15 Blöcke, bis hier die Lava hier auf dem Baum trifft. Dann läuft sie auf dem Baum runter. Würde wahrscheinlich hier runterlaufen, hier sich durchbrennen. Und käme sich hier durch und würde hier im See landen. Oder die Lava von da oben direkt würde auf den See kommen. Und würde den dann mit Stein bedecken. Und dann Drain eingeben würde, um die Lava loszuwerden. Dann würde das oder Steine drauf erkennen. Hat sich schon ordentliche Stückchen ausgebreitet. Aber es ist immer noch Tag, weil die Zeit ja immer so hoch ist. Die Sonne bewegt sich ja immer zurück. Und die Lava ja viel langsamer als normal sich bewegt. Aber die FPS noch ganz flüssig. Denn ich habe ja 50 Bilder pro Sekunde, auch mit Aufnahme. Und jetzt beweis mal auf, ich nehme auch 50 FPS. Ein paar weniger FPS, wenn ich jetzt auf die Lava gucke. Da sieht man richtig scharfe Wolkengrenze. Aber bis hat die Lava es noch nicht durchbrochen. Worauf sich das noch ein Weilchen dauern, bis sie doch schon unter viel länger als es normal dauern sollte. Die da jetzt wollten. Oh, die Lava ist gleich da in den Wolken. Mal gucken, diese Lava hier, die ist relativ nah. Das ist doch die nächste Lava bis an den Bäumen. Und jetzt hier war das der ganze Dschungel da in dem. Wo ich gucke, alles unter Lava gesetzt. Und dann auch das Wasser innen drin wird dann komplett über Stein bedeckt sein. Nur ein Adventure muss da innen drin gespawnt werden. Im Wasser, dann kann man natürlich nicht durchbauen. Und beim Survival wäre das schwer, Leute zu überleben. Survival kann man sich ja immerhin drunter durchgraben. Nur noch ein Block. Nein, zwei Blöcke noch. Dann. Hier sind es noch, bei der Lava sind es noch drei, aber da hinten sind es noch zwei, aber in diese Lava ist auch die nächste. Los geht's, hier sind wir noch unten Lava. Man sieht auch rechts im Hintergrund, dass sich die Lava ganz gut bewegt. Mal so gucken, ob es aufnimmt. Noch hat die Lava nicht den Schichtensprung. Da sind es ja noch ein Block. Da sind es ja noch zwei Blöcke, aber da hinten sind es noch ein Block. Hier sind ja schon Dschungelbäume. Kann die Lava, wenn die hier auf dem Level ist, die, dann wird die hier noch vorbeigehen, aber könnte das anstecken. So, jetzt hat die Lava gleich in die Wolkenschicht durchbrochen. Wenn sie beim nächsten Mal runtergeht, dann ist die Lava da, müsste sie schon durchgehen. Ja, jetzt kommt sie da durch. Da hinten ist sie jetzt gerade durchgegangen, aber hier vorne noch nicht. Jetzt kommt sie da vorne auch durch.
Das ist natürlich ein ordentlich langer Weg, wie die Lava hier zurückgelegt hat. Dann das schon 128 Blöcke, also die Hälfte der Strecke bis zum Bedrock ist das natürlich jetzt von da ganz oben bis runter. Aber es geht hier natürlich noch bis etwa 64 da unten unter Wasserlevel. Da geht's runter. Das ist ja ein riesiges Lavamenge, die sich da ja nach unten bewegt. Das würde noch einige Stunden dauern, wenn das so in dem Lavatempo würde es dann bestimmt viele Stunden dauern, bis alles zu einem Lava gesetzt ist. Dementsprechend gehe ich mal in die aktuellsten Snapshot-Version. Nimmt noch auf. Schon der zweite Videoteil. Gehe ich am besten auf mein Profil hier. Play. Gehe in die Version Snapshot. Gehe jetzt in die aktuellste Snapshot-Version 14W33A. Heute ist ja auch die 33. Woche. Schon zwar schon Freitagabend. Geht ja jetzt auf Freitagabend zu, aber ich bin halt immer noch 33. Woche. Autoprozess, ja schon wieder. Irgendwie ist unser Internet so langsam. Jetzt lädt er von dem Chip 33 A runter. So, jetzt bin ich in der 14W33A. Kann mit Lava nicht mehr in die Welt rein. Hat auch einen witzigen Namen. Kann mit Lava. Bin ich in der 14W33A. Mal warten, welche generiert wird. Die FPS ging jetzt ja da. Muss mal warten, bis es hier generiert wurde. Fahre ja durch die Welt durch. Und jetzt die Welt nicht generiert wird. Jetzt geht's los. Jetzt hier generieren lassen. Und das braucht viel Speicher. Das leckt aber einmal deutlich. Jetzt habe ich das schon mal komplett generiert. Jetzt werden die FPS wieder ein bisschen mehr. Nochmal kurz warten, aber jetzt bin ich hier in einer 14W33A Version. Also alles funktioniert auch in einem Snapshot. Erst das generieren lassen. Dann gibt es wieder eine Game Rule. Tick-Speed. Ach, er tippt. Tick-Speed. Das wird jetzt 100 mal schneller gehen. Das ist die Lava ein bisschen schneller bewegen. Wenn ich nicht so lange warten muss, dann wird das mit
ja auch wieder Zeitraffer laufen, ne? Nachdem ich sie generiert habe, wieder Zeitraffer. Stell vielleicht mal die Rennerdistanzen runter. Eigentlich relativ wenig aufmachen. Junge, sieht alles dunkel aus. Und die Nerven da, wo das jetzt mal passiert. Jahre dran. Mal gucken, was da unten fängt jetzt an zu brennen. Oh, das Schaf. Achtung, Schaf, das wird gleich besser brennen. Oh, das Schaf will verbrennen, sag ich. Weil die Lava hier ist. Ich habe das hier in Gefangenschaft genommen und hier oben kommt auch die ganze Lava runter. Oh. Da breitet sie sich ebenfalls schon aus. Jetzt geht es ein bisschen besser mit der Lava. Hier breitet sich ja ebenfalls schon aus.
Auch mal mittendrin in der Lava ist. Das hat man schon. Es breitet sich immer mehr Lava aus. Also jemand von hier in der Lava gefangen. Der Dschungel fängt an abzubrennen. Hier ist auch schon eine Lavasäule durchgekommen. So wie der Wassersee, da wird auch bald was zu sein. Lass mal hier aufbauen und die Lava hat sich deutlich mehr aufgebreitet. Der Seite hat sich auch Lava ausgebreitet und sind alles voll mit Lava. Und jetzt werde ich hier gleich auch überprüft sein von Lava. Der Wassersee, der hat hier keine Chance. Und unser Ozelot auch nicht. Der wird gleich auch abgebrannt sein. Oh, Ozelot, pass auf, Lava kommt. Pass auf, Lava. Lava kommt. Oh, bitte nicht verbrennen, Ozelot. Oh, Ozelot, Lava. Ich glaube, der verbrennt gleich in der nächsten Minute. Und jetzt sieht sich ja also Lava ausbreitet. Und hier ist schon ein Huhn verbrannt. Aber hier ist ein rohes Hühnchen. Das ist nicht verbrannt. Müsste dann nämlich verkokelt, verbrannt sein. Und jetzt bilden sich hier Steinblöcke. Kann man hier sehen, Lava verursacht dann hier die Stein. Und jetzt hier unterhalb durch. Und der Dschungel wird auch hier abgefackelt sein. Hier kommt man gar nicht mehr durch im Survival-Modus. Ach, diese Lava-Vorhänge, wo Bäume waren. Oh, ist alles voll mit Lava. Ist aber, wenn man jetzt sich in den Adventure-Modus gehen würde, dann kann man hier gar nicht mehr raus. Ich glaube, halt hier ist nun... Das ist immer so ein Aufnehmen, die hat nicht mehr auf. Jetzt bin ich im Game Mode 2. Adventure kommt hier nicht mehr raus. Mit dem Adventure Modus kommt man nicht mehr raus. Also hier hätte ich keine Chance mehr rauszukommen. So, da brennt was. Also. Ah, oder nicht entfernt. Da hätte ich noch nicht. Hier hätte ich noch ausnahmsweise eine Chance, da sich hier noch keine Lava ausgebreitet hat. Irgendwelchen Gründen ist hier noch keine Lava, aber da hinten auf der anderen Seite des Flusses ist schon Lava. Auch ein Stein. Und Lava breitet sich hier auch gerade aus. Hier kommt hier so viel Lava auf, also hier ist noch... Hier könnte man als Adventure-Modus noch in die Freiheit entziehen. Aber bald nicht mehr, hier kommt nämlich auch Lava an. War sie hier noch über den Wolken, aber hier ist auch schon Lava unter den Wolken. Sieht sie ganz komisch aus, wenn die Wolken dann die Lava durchschneiden. Oder eigentlich müssen die Wolken ja verdampfen durch die Lava. Und jetzt alles am Abfackeln. Wow. Hier brennt alles ab. Kommt hier noch so alles bisschen durch. Hier meint, ob man hier sonst dann auf dem Adventure hier raus kann. Aber hier würde auch alles abbrennen. Gucken, ob man da noch durchkommen kann.
Na, das ist auch schon alles zu. Das sind schöne Hühnchen, die eigentlich zählt man denn über Ocelot. Muss ich dann mal gucken. Ja, ein Schwein Ah, weil ich im Adventure bin, bin ich hier nicht durch. Und jemand auch ruhig bin, also auch hier wird jemand Lava sein. Und jetzt hätte ich hier im Adventure noch eine Chance, doch noch zu entfliehen. Und zwar hier unter Wasser. Hier unter Wasser könnte ich. Irgendwie wäre es schon zu, aber dann kommen wir hier noch unter Wasser durch. Ich werde hier auch landen. Wir sterben hier unter Wasser noch auf die andere Seite. Unter Wasser wäre ich jetzt noch nie wieder angekommen. Hier ist nämlich die andere scharfe Lava-Grenze. Nimmt er noch auf. Der nimmt noch auf. Die Make-up brauche ich gerade nicht. Auf, ja, nimmt noch auf, aber ich bin nicht. Dann sieht man auch die ganzen Lava. Also ich guck mal, warte mal ein bisschen noch, bis das hier komplett gemacht ist, weil man oben drüber nicht mehr durchschwimmen kann. Jetzt ist das nicht der Fall, aber man kann noch trotzdem noch unter durchschwimmen. Das ist doch tief, weil ich auf drei Blöcke gut bin, zu tief sein. Aber hier ist auch überall so Lava. Also die Lava hier einfach trumpfen. Man sieht hier so viel Lava. Hier ist ja alles voll mit Lava, mit dem Weg nach unten. Irgendwelchen Modus einfach, finde ich gerade. Was ist mit Monstern? Da hat man. Ja, dann nimmt man auf. Warte, da stand gerade eben eine Warnung. Auch zu lang zu kodieren wird. Und Broadcaster, das komprimiert direkt die Videos. Dann brauchen wir es nicht in ein Renderprogramm schmeißen. Aber hier sieht man schon so viel Lava. Da kann man sich irgendwie vor den Monstern schützen. Ich habe ja auf einfach gestellt. Dann kommen dann Monster. Und Skeletor Creeper und so weiter. Den könnte ich zum Beispiel eingeben. Na, geht leider nicht. Aber ich wollte gerade versuchen. Ich weiß auch nicht, warum hier jetzt steht, kann das jetzt nicht erzeugen. Ich hab ja auf einfach gestellt. Weil dann müssen wir zum Monster kommen. Weil da kommen Monster, aber die Lava, die sind da. Aber die Lava müssen das Schutz verwenden. Weil hier Lava hat nämlich höheres Lichtlevel. Lichtlevel 15 hat die Lava. Und da kann er kein Monster spawnen. Und Lichtlevel 7 oder weniger, ja, kann das er spawnen. Aber hier, die Lava, die sind so nah, dass wir jetzt überleben. Weil werde ich wahrscheinlich tot sein. Die Lava alles überzieht. Da ist noch ein Apfel, wo ich direkt verhungern. Ich werde nicht verhungern. Das heißt, ach! So, Lava. Da ist Lava oben. Schnell rüber ins Wasser. Aber hier sieht man, ich kann kaum noch überleben, weil hier so viel Lava ist. Zwei Hungerpunkte hier für den Apfel auf. Ich sag mal, jetzt komme ich nicht mal durch. Ich geh mal in den. Game mit 0. Wenn ich hier im Survival, dann kann ich dann noch überleben. So, ich versuche mal hier im Survival zu überleben. Ach, das ist nicht einfach hier.
landet. So blöd, dass ich lande. Die Erde ja hier ist Erde. Ne? Durch unter reingraben. Baut sich blöd ab hier. Jetzt habe ich zwei Erdblöcke. Schnell. So kann ich das überleben. Mode 3, das ist ein Spezialmodus. Hier kann ich nicht mehr überleben. Also hier hätte ich selbst im Survival keine Chance mehr zu überleben. Sieht man auch, das ganze Wasser hier wird überflutet. Da scheint noch was trocken zu sein. Na, ist doch nicht trocken. Weil jetzt ist hier alles mit Lava überflutet. Ich habe ja gezeigt, damit zu beginnen, wie man das macht. Hier ist auch schon der See fast komplett weg. Wir können jetzt die Lava auch nicht mehr viel machen. Der ist ja auch schon fast. Aber verrichtet in Lava. Wie hat sie hier? Aber unter einem Baum wäre vielleicht noch gegebenenfalls freie Fläche von Lava. Hier ist schon Lava. Hier ist schon Lava hingekommen. Unter einem noch nicht abgefackelten Baum. Im Spielmodus 3, ne? Hier ist zum Beispiel eine Lava-Reihe. Hier war noch eine Fläche. Also ich habe hier noch eine Fläche gefunden, wo ich in diesem Game Mode 0 überleben könnte. Also hier. Aber diese Fläche ist auch nicht. Ist jetzt hier nicht mehr zugänglich, weil hier schon überall Lava ist. Hier ist nur ein Felsvorsprung. Hier ist auch Lava. Und da oben kommt auch Lava her. Hier ist alles rot. Ich gucke nochmal hier, ob hier noch was frei ist. Anscheinend nicht mehr. Dann hoffen wir, dass das Video euch gefallen und gebt einen Daumen nach oben. Teilt das Video und abonniert mich bitte.